Hallo zu On The Grid, mein Name ist Claudio Schiesel, heute einmal aus dem Nirvana, also nicht mit Bild, sondern nur mit Ton. Und dein Name ist? X. X. August Peter Zurk, auch liebevoll die APZ-Waffe genannt. Naja, ich sag's mal so, ich sehe mich nur als die gescheitere Hälfte eines unseres Redaktionsteams. Du, ich kann dem gar nicht so widersprechen, aber belassen wir es dabei. So, ich hab ja nur Berufsreifeprüfung, du hast Matura. Genug der Neckereien. Ne? Genau. Kommen wir zur Sache. Ganz gleich, ein paar Dinge noch im Vorfeld. Also ja, wir haben unsere Sehgespräche ja immer wieder in den letzten Jahren gemacht und heuer haben wir gesagt, es wird mal wieder Zeit. Ursprünglich wollte der Peter heute noch nicht reden, aber jetzt habe ich ihn dazu spontan bewegen können. Silenzium? Ach so, na okay, danke. So, danke. Ja, nachdem du mir ja quasi es geradezu abgerungen hast, ein kurzes Statement zum Stand quasi der Innenpolitik? Aus der steirischen, aus der jenseits des Semmerings Perspektive. Genau. Ne? Also nicht nur Nullpunkt macht was, auch Inside Politics macht was und der so. Peter verzieht gerade die Miene. So. Wir haben drei Dinge, die nicht unwesentlich sind. Das heißt, vor nicht allzu langer Zeit, letzte Woche, ne, die Präsentation des steirischen Spitzenkandidaten der Steirischen Volkspartei, Österreich Wirtschaftsbund Generalsekretär Kurt Ecker, Nationalrat, und zwar durch Landeshauptmann und Landesparteiobmann Magister Drechsler persönlich am Karmeliterplatz, arrondiert von Nationalrat Gödel bis hin und so weiter allen möglichen weiteren links und rechts aufgestellten Personen, die auch je nach Wahlerfolg eventuell in den Nationalrat einziehen werden. Future High Potential. Wunderbar. Der zweite, nicht unwesentlich oder dazu korrespondierende Vorstellung des roten Frontmannes, in dem Fall Nationalrat Magister Leichtfried, in Begleitung einer bereits jetzt im Nationalrat befindlichen Abgeordneten und eines, für den Sprung in den Nationalrat vorgesehenen steirischen Gewerkschafter aus der Obersteiermark. Interessanterweise präsentiert nur, unter Anführungszeichen, durch den Landesgeschäftsführer der SPÖ Steiermark, Magister Seifter. Beiden Spitzenpersonen kann man fraglos sagen, dass es wirklich einfach als Personen völlig okay sind, sicher fraglos fleißig, wie auch immer. Aber es ist beiden Parteien offensichtlich nur in einem begrenzten Umfang möglich gewesen, hellleuchtende Kometen an die Spitze zu stellen, beziehungsweise das Setting ihrer Spitzenleute dahingehend vielleicht ein bisschen zu optimieren. Ne? Ich glaube, so könnte man das einmal sagen. Ne? Programmatisch und hinsichtlich der Absichten, ja, mehr oder minder ein bisschen Bestand ist aber so ein bisschen verbessern. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Emotionen ist da ein bisschen mit mir durchgegangen, dass ich gesagt habe, naja, beiden Parteien ändern sich insofern, als dass sie, wenn sie irgendwo eine Unzulänglichkeit in der gesetzlichen und sonstigen Gebarung finden, aus einem Art Ritual heraus, das einfach mit Fremdengeld, in dem Fall Steuergeld, einfach diesen Umstand zudecken bzw. stopfen. Ne? Und danach geht es weiter as usual. Und dem gegenüber war jetzt, ich glaube, danke, dass du mich korrigiert hast für am Montag, ne? Der blaue Frontmann, der, die FPÖ ist so aufgestellt, dass sich scheinbar wirklich alles jetzt auf den Frontmann konzentriert. Also Herbert Kickl in dem Fall. Herbert Kickl, der mit seinem Programm, ich habe es mal durchgelesen, die Kurzfassung hat glaube ich 28 Seiten, die Vollfassung hat ein bisschen über 100 Seiten, ne? Offensichtlich eine gehörige Unruhe in das System gebracht hat. Denn wenn ich mir das anschaue, dass sich hier der Standard und verschiedenste andere
Medien eigentlich daran abarbeiten, dass es faktisch aufgrund dessen, dass sehr viele Dinge, die die FPÖ will, quasi auch die Verfassung tangiert, das heißt Verfassungsanpassungen nötig sind, sie sich daran abarbeiten, dass es daran möglicherweise wahrscheinlich ziemlich sicher scheitern wird und interessanterweise über die Frage, ob das, was die FPÖ vorhat, sinnvoll ist oder sinnlos, wie auch immer, ne, im Wesentlichen nicht viel Worte verlieren wird. Das ist schon eine inhaltliche, qualitative Einordnung. Mhm. Ja, weil wenn ich das, ich sag's mal so, ich glaube, ich sage das jetzt sehr höflich, wenn der Peter Bleichner oder wer immer, der hätte da wahrscheinlich, oder auch ein Thomas Hofer, ein Filzmeier, hätten da vielleicht etwas sozusagen flottere Argumentationen oder Attributierungen gefunden. Ja. Mhm. Das heißt, wir gehen hier in den Bereich von eigentlich den zwei sogenannten Altgroßparteien, die ganz systematisch und gewohnt, ne, as usual, daran setzen, Bestand ein bisschen sozusagen da oder dort zu flicken, ein bisschen quasi zu ölen, dass es nicht so quetscht und wie auch immer. Ne? Und dann quasi gibt es einen sozusagen Angreiferkegel, der sagt, na, wir müssen eigentlich wesentliche Dinge unserer gesellschaftlichen Ordnung, das ist die Verfassung, einfach quasi untersuchen und Dinge ändern. Es hat beides was für sich, es ist überhaupt keine Frage. Ne? Nur die, wie soll man sagen, wie auch der Wettbewerb und wie alle damit umgehen, ist schon, soll man sagen, auch nicht uninteressant. Ja, das ist natürlich richtig. Und jetzt nach dem Monolog von dir oder der Introduction, wie man im Neudeutschen sagen würde, gebe ich auch ein bisschen sozusagen meinen eigenen Pfeffer und mein eigenes Salz dazu, oder Senf, je nachdem. Ich glaube, derzeit ist eine Umbruchstimmung und gleichzeitig sind wir noch in der Sommerpause. Also das heißt, man merkt schon langsam, die politischen Parteien kommen in die Gänge. Umgekehrt darf man aber nicht vergessen, wir sind ein bisschen mehr als einen Monat noch vor der Nationalratswahl. Also es sind knappe 40 Tage bis zur Nationalratswahl. Und ganz ehrlich, früher hätte man gesagt, also viel Zeit haben sie jetzt nicht mehr. Und deswegen scheinen gerade alle so ein bisschen in einem Dornröschenschlaf zu sein, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise. Trotz Sommergespräche, trotz Wahlgespräche und so weiter. Ja, aber und man muss schon eins sagen, dass ja unter der Oberfläche rundum es schon brodelt. Ne? Ja, das schon, ja. Aber dort, wo ich hin wollte, ist, wir haben in der Steiermark mit der blauen Causa ein merkwürdigerweise scheinbar so stoßartig vorankommendes blaues Problem. Mhm. Wir haben in Wien fraglos ein rotes Problem mit dieser exorbitanten Dotierung für sogenannte Schutzsuchende. Und wenn es stimmt, gibt es auch in Wien eine erhebliche Anzahl von denjenigen, die nach Syrien, Afghanistan, wie auch immer, quasi auf Urlaub. Du redest von den 4.600 Euro, ja, die eine Familie mit 9 Kindern gekriegt hat. Wir haben heute das Problem in Wien aufgepoppt, wo ein Bürgermeister, na sagen wir mal so, also es ist natürlich noch nicht alles am Tisch, aber dass man einfach sagt, na, wir haben da quasi das Vertrauen ausgesprochen und damit Deckel drauf. Ne? Aber dort, wo ich noch einmal hin wollte, ist, und das ist mir einfach aufgefallen, die Dame, die das im Standard geschrieben hat, nicht aus der ersten Reihe, also kein Rauscher oder wer immer. Ne? Ja, Colette Schmidt oder wer? Na, die muss ich nachschauen. Ja. Auf jeden Fall, die sich, wie gesagt, an dem Scheitern von Kegel abarbeitet, nicht? Weil die heilige Verfassung. Und da erinnere ich daran, dass eigentlich gerade Wien jetzt, ne, weil sie gedacht haben, dass die Wiener Taxifahrer eine hervorragende politische Multiplikatorfunktion haben können, dass man die dahingehend umturtelt haben, dass man eigentlich ihre förderlichen Interessen ebenfalls in die österreichische Verfassung aufgenommen hat. Ja. Das heißt, von wegen heilig und sakrosankt würde ich sagen, da sind wir weit weg. Nein, absolut nicht. Und wie wir wissen, es gibt drei Dinge in der Politik,
die im Wesentlichen zählen. Das erste ist einmal Interessen, da sind wir uns einig. Zweitens Machterhalt und drittens Wiederwahl. Ja, das ist halt das Problem, dass und zwar alle Parteien, ich betone jetzt auch beide Regierungsparteien, ich nehme da keine davon aus, diese Dynamik nicht in den Griff kriegen, dass sie sich Leute vor allem an die Spitze holen, die sich auch außerhalb der Politik bewähren und ihr adäquates Auskommen haben, ohne dass sie vereinfacht gesagt politisch versorgt werden. Ja, natürlich. Und dieses, ich sag's mal sagen, dieser Umstand ist keineswegs ein positiver. Wir reden ja sehr oft drüber. Entschuldige, dass ich da kurz reingrätsch. Wir reden ja sehr oft drüber und es geht ja auch weit über das hinaus, was man jetzt so im ersten Moment denkt. Also sprich, dass der Parteikollege dann in einer Holding versorgt wird, dort das Geschäftsführer tätig ist oder technischer Leiter oder sonst irgendwas, auch wenn nicht immer die Qualifikation dem entspricht, was eigentlich gefordert wäre. Aber wie wir wissen, gilt in Österreich, wie es Beate Meindl-Reisinger sehr gerne sagt, nicht wer was kann, sondern wer wen kennt, um eine Position zu besetzen. Aber das Problem ist, dass es in der Politik fraglos, auch in den Kabinetten, Personen gibt, die wirklich was drauf haben. Ja, so, will aber, ich gar nicht in Frage stellen. Aber die Hygienefunktion ist nicht gegeben, dass man von denjenigen, die es nicht drauf haben, weil sie nicht wollen, nicht können oder aus welchen Gründen, dass man sagt, ja, okay, wie ist der andere? Und dann hast du halt noch die Entourage, also das heißt Agenturen zum Beispiel oder Unternehmen, die mit gewissen Dienstleistungen punkten oder halt Dinge anbieten, die dann die Politik gerne annimmt und aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen oder öffentlichen Aufträgen diese Leute auch wieder versorgt. Und das ist ja, wir wissen die Zahl nicht, ich glaube, das wäre eine unendliche Recherche, wenn man das machen würde, aber wenn das eine Zahl um die 300.000 Personen betreffen würde, würde es mir auch nicht wundern. Ja, aber das Problem ist nur das, und du kannst dich erinnern, ich sage jetzt nicht, wer es war, wir haben bitte in den letzten paar einzelnen Jahren in Österreich etwa 20% oder mehr Lohnkostensteigerung. Genau. Dass sich bitte am Weltmarkt faktisch nicht abbilden lässt. Weil der Rest bitte hat sich da nicht selber, wie soll man sagen, so merkwürdig hochgeschraubt. Naja. Und das führt natürlich dazu, dass die österreichischen Exporte in der Zwischenzeit in einer ziemlich stressigen, herausfordernden Situation sind. Und wenn man weiß, wie sehr die österreichische Wirtschaft und damit auch die Jobs und guten Einkommen davon abhängen, dann ist es schon sehr wunderlich, dass man eigentlich das, so ja, da müssen wir ein bisschen umverteilen, den einen müssen wir was mehr wegnehmen und was. Das heißt, wie ich bei dem einen Interview gesagt habe, ne, die Mehrung des Topfes, ne, ist eigentlich nicht wirklich das Thema. Nein, überhaupt nicht. Und wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst, wir reden ja sehr oft drüber, Werbeabgabe, die ja in Österreich einzigartig ist innerhalb Europas. Ich glaube, die gibt es überhaupt weltweit nur bei uns, aber wurscht. Und dann dieses Medienförderungsgebilde, was aus verschiedenen Gießkannen besteht. Ja. Und was jetzt eben unter Schwarz-Grün von, ich glaube, ursprünglich 35 bis 40 Millionen auf über 90 Millionen gewachsen ist, wo jetzt erst im Juli wieder der Privatrundfunkfonds gewachsen ist von 20 auf 25 Millionen. Der ist aber noch nicht bestätigt, da muss die EU-Kommission dem noch zustimmen. Aber das heißt, 1:1 die Werbeabgabe fließt wieder in diese Förderungen und die werden wieder ausgeschüttet. Früher war es so, dass ein Großteil dieser Förderungen durch den Bundesanteil bei der GIS, also bei der Rundfunkgebühr, finanziert wurde. Das hat sich aber geändert durch die Novellierung des ORF-Gesetzes. Dadurch werden die Förderungen jetzt aus dem Bundeshaushalt, soweit ich es richtig verstanden habe, finanziert. Aber du siehst einfach, eine Förderung, eine Abgabe wird mehr oder weniger durch die Förderung 1:1 wieder ausgeschüttet. Ja, schau, und da fragt man sich, wozu überhaupt dann die Abgabe? Das war das eine, die Namen sind jetzt nicht wichtig, wo ich geheißen habe, Herr Spitzenkandidat, wir haben bitte von der Arbeiterkammer bis zur Wirtschaftskammer, EV, wie auch immer,
wir haben bitte im Export eine wirkliche bedeutende Krise aufgrund der österreichischen quasi, muss man sagen, Preisexplosion, die bitte hausgemacht sind. Ja. Weil wir hatten ja vor kurzem einen Spitzengewerkschaft, der sagt, ja, wenn man jetzt zurückdenkt, wir sind mit den Löhnen aufgegangen und die anderen sind mit den Kosten aufgegangen, wir sind mit den Löhnen aufgegangen. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir derzeit alle wieder gleich viel wie vorher. Aber im Vergleich zum Weltmarkt haben wir uns mehr oder minder begonnen ins Out zu schießen. Ne? Und da kommt diese eine politische Person und sagt, ja, ich habe doch eine tolle Idee, wir werden in Zukunft den Familienlastenausgleichsfondsbeitrag, ne? Ich glaube, wir sind so zwischen 2,8 bis 3,1%, den werden wir in Zukunft aus dem Budget finanzieren. Und das wird Österreich retten. Naja, da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, Claudia, ob das in Erinnerung ist, dass eigentlich alle anwesenden Journalistinnen und Journalisten etwas perplex geschaut haben. Ne? Naja, nicht alle, aber ein paar. Ja, so was haben die mitgedacht haben schon. Weil bitte, hey, wir sind da fast um eine Größenordnung daneben und am Handlungsbedarf. An der Stelle muss ich jetzt ein Bekenntnis oder eine Wahrheit aussprechen, weil der Peter und ich waren natürlich bei diesem Termin gemeinsam dort, allerdings nicht beide für Insert Politics. An der Stelle, du warst eigentlich für Comflo dort und ich war auch nicht für Insert Politics dort und jetzt kommt quasi mein... wie soll Schleichwerbung? Es ist keine Schleichwerbung. Geständnis? Kann man sagen Geständnis? Ja, meinetwegen. Ich arbeite seit Juli für Servus TV beruflich und war eben für Servus TV dort. Aber bin gerade noch in der Einschulung und war halt beim Kollegen dabei und habe zugehört, was er den Herrn Landeshauptmann gefragt hat, beziehungsweise wie er halt so eine Pressekonferenz auch macht, also bearbeitet macht etc. Und ja, so viel dazu. Man hat es aber schon gemerkt, dass natürlich diese, sage ich mal, geistigen Ergüsse unserer Politiker, kann man das so formulieren? Ja, sei ein bisschen, sei ein bisschen höflicher. Ja, ich bin höflicher. Nein, die Wortspenden, dass die, hey, die ziehen nicht wirklich. Wie ich früher gesagt habe, aha, da haben wir ein Problem, greifen wir in den Steuergeldtopf, sprich das Geld der anderen Leute, picken da ordentlich was drauf und wenn es ein Loch ist, stopfen wir zuerst das Loch einmal zu und dann picken wir auch was drauf. Ne? Ja, hilft und nichts. Danach sind wir doch wirklich total cool und relaxed und können wieder das Fenster ausschauen. Da haben wir eine Gegenfrage. Immer. Was ist, wenn das Pickerl drauf fehlt? Wenn das Gaffertipp nicht mehr da ist? Und das eventuell auch noch zertifiziert sein. Richtig, ohne Zertifikat, ja. Folgendes, das erinnert mich bitte an... Also übrigens bitte nicht wundern, wir sind wirklich nicht mehr am Flughafen. Ja. Nein, aber das erinnert mich noch an diese Geschichte, wo da wer im Presseclub hereingepurzelt ist und unbedingt quasi einen Auftrag haben wollte für eine Zertifizierungsberatung. Lang und das alt. Das erste war natürlich, die Kaffeemaschine muss sofort entsorgt werden. Nicht? Das muss sofort eine sein, die was tut mal. Und in einem anderen Raum, wo auch Pressekonferenzen stattfinden, hat dann der Peter das schöne Umweltzertifikat erspäht. Ja, macht nicht. Der Unterschied ist nur das. Das eine ist aus Steuergeld gezahlt worden in den Presseclub, hätten es die Mitglieder gezahlt. Nein, aber wo es da umgegangen ist, und dann das Argument, diese Kapseln, ne, das handelt sich um eine Kapselmaschine, die werden bitte ganz hochwertig sortenrein entsorgt. Ne? Nein, das ist völlig egal. Übrigens, wir haben dort eventuell einmal ein paar Tage keine Pressekonferenz. Ja, das müsste man dann eigentlich bis zur letzten Bohne mit dem Staubsauger aussagen. Ne? Ja, mein Gott, ne? Also ohne dem quasi kriegt es kein Zertifikat daraufhin. War noch wirklich die einstimmige Meinung von hinten nach dannen. Und dort hat der Maurer das Klapperl gelassen. Das Klapperl heißt Dürl. Ne? Und das Dürl quasi von außen bitte betätigen. Ne? So, aber jetzt kommen wir wieder zu den ernsten Dingen. Das heißt, es wird sehr spannend sein, jetzt zu schauen, wie auch die Neos, wie auch die Grünen, wie auch die kleinen Parteien, jetzt ich rede jetzt mal von der Steiermark oder von alles, was südlich des Alpenbalkans ist, ne, sich hier auch inhaltlich darstellen, weil da ist derzeit noch nicht wirklich viel gesagt und da kann ich nur sagen, wir sind geradezu lustvoll drauf und dran. Mehr ist eigentlich dazu nicht zu sagen. Abschließend, Peter, wie geht es eigentlich weiter? Ich meine, wir machen das jetzt die 573. Folge von On The Grid. Furchtbar. Unglaublich. Ja.
Das heißt einerseits, wie machen wir weiter? Und die zweite Sache ist, wie geht es weiter bis zum 29. September? Was ist der 29. September? Naja, Nationalratswahl habe ich gehört. Aber. Naja, wie ich vorher gesagt habe, jetzt einmal schauen, was tatsächlich die anderen Parteien auf den Tisch legen. Die NEOS, die Grünen und die Kleinparteien und auch die KPÖ. Ne? Also die Großparteien hast du doch schon abgegeben. Nein, nochmal, die haben sich schon, die drei, ja. Rot, Blau und Schwarz, haben sich ja schon geoutet. Ne? Mhm. Und jetzt muss man schauen, was die Kleinen vielleicht an bemerkenswerten Ideen auf den Tisch legen. Und insbesondere, und das ist für mich immer interessant, sind die eher sozusagen systempfleglich, nach dem Motto, da ein bisschen ein Tröpferl Schmieröl drauf, dort ein Bündel Steuergeld hineingesteckt, wie auch immer. Oder sind sie gewillt zu sagen, na, das müsste man anders machen. Und das, was mich mit, sonst wirklich mit Graus immer, und das ganz kurz noch ein Schlenker an thematischen, ist das Gesundheitswesen. Wenn man sich in die übrigens EU-Statistik anschaut, wir zahlen in Österreich pro Kopf spitzenmäßig, wirklich, wir sind da ganz an der Spitze, was wir in Österreich an Kosten, Gesundheitskosten pro Kopf haben. Und wenn man dann schaut, die wichtigsten Merkmale sind in dem Sinn, wie alt werden die Leute und wie viele Jahre sind sie einigermaßen beschwerdefrei, dann sind wir im untersten Drittel. Und das kritisierst du ja eigentlich schon seit Jahren. Und ich muss sagen, diese einfach herzugehen und zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Und was sollte man vielleicht von anderen auch übernehmen, ohne jetzt gleich das Kind mit dem Bade und so weiter auszuschütten? Nur, das ist etwas, was mich einfach sehr interessiert. Und das zieht sich ja auch durch andere Bereiche. Und wie gesagt, dort, wo jetzt der Hut brennt, ist das Gesundheitswesen, fraglos. Und der zweite Hut brennt eindeutig jetzt im weitesten Sinne des Wirtschaftsstandortes. Mhm. Und ich bin eigentlich wenig überzeugt, wenn jemand quasi sagt, naja, da müssen wir ein bisschen Streicheleinheit, ein Tröpferl Schmieröl und ein kleines Büscherl quasi mit Steuergeld, ne? Das wird reichen. Ehrlich, ich glaube es nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Und auch wenn eben zum Beispiel Eva Blimlinger sagt, von wegen, Österreich hat im Gegensatz zu Deutschland Presseförderungen. Ja, Österreich hat im Gegensatz zu Deutschland auch eine Werbeabgabe. Darüber haben wir vorher schon geredet. Das sind auch so Dinge, wo du halt sagen kannst, okay, das eine, der eine Euro geht in die Staatskasse raus und fließt dann auf der anderen Seite wieder aus. Und da stellt man sich die Frage, wer profitiert eigentlich davon und ist das einfach nur machtpolitisches Gehabe oder sind da auch andere Interessen davon berührt? Und ich glaube, diese Frage muss man sich bei mehreren Sachen anschauen und deswegen werden wir mal ganz ehrlich in den nächsten 10 Jahren, ich rechne da jetzt nicht mit einer Legislaturperiode, sondern eher von 2, möglicherweise 3, 10 bis 15 Jahre, wirklich die Debatte nicht nur führen müssen, sondern auch tatsächlich eine Staatsreform durchsetzen müssen, die vor allem eines in Erwägung hat, nämlich dem Volk zu dienen und Effizienzsteigerungen und Leistungssteigerungen im Fokus haben muss. Also ich kann nur etwas sagen, und das da ist dann eigentlich die Bereitschaft von gewissen politischen Personen sehr enden wollen, wenn ich sage, gehen wir doch beispielsweise provokant gesagt jetzt in das Jahr 1950 und schauen wir, wo 1950 Südkorea stand. Richtig. Bitte in einem Zustand, dass die damals gesagt haben, das damalige Waldviertel, und es war damals auch keine besonders sozusagen wunderbare Landwirtschaft. Kurzer Einwurf, das wirtschaftliche Gros war in Nordkorea und nicht in Südkorea. So. Und dann, wenn man sich das jetzt anschaut, die waren damals weit unter dem, was man damals gedacht hat, dass in Österreich das Waldviertel schon weiter unten ist. Ne? Und wo sind die heute? Was machen die anders? Wir brauchen sie nicht 1:1 kopieren. Aber ich stelle mir die Frage, warum man nicht einfach hergeht und sagt, hey, ich glaube, da sollten wir einfach sagen, das und das wird uns auch helfen. Nicht? Und ich nehme jetzt einmal nur Südkorea. Nochmal, die sind heute in einem Zustand,
Oder ich denke beispielsweise auch... Man muss nur mal das Bevölkerungswachstum von damals anschauen. Natürlich, die hatten einen Krieg und dementsprechend ein anderes Wachstum, was bei uns ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch war. Aber... Ja bitte, Entschuldigung, das ist heute eine Technologie... Weltmacht. Eine Technologie-Weltmacht. Oder wenn ich umgekehrt denke, gehen wir gar nicht so weit weg, die baltischen Staaten, Lettland, Estland, Litauen, wo dort bitte, wenn ich heute auf der TU in die Hörsäle reinschaue, habe ich ungefähr, ich mache mir immer die Frage kurz einmal durchzuzählen, habe ich irgendwo zwischen 7% und 9% auch Studentinnen. Diese estnisch oder diese baltischen Staaten, ne, haben im Bereich der Technologie ein durchschnittliches Ausbildungsniveau, wo wir uns von unten her erst einmal nähern müssen. Und das Zweite ist, bei Studentinnen und vergleichbar irgendwo im Bereich um die 30-40%. Kurze Frage, du hast ja Elektrotechnik in die 80er Jahre studiert. Was war bei euch der durchschnittliche Jahrgang von Studienanfängern? Wie viele? Ja. Ah, das waren relativ viele. Der P1 war relativ voll, ja. Der Physiksaal. Der fast für die Leute, die den auf der Technischen Universität den HSP1 nicht kennen, ca. 560 bis 600 Studierende. So. Wenn ich schaue, Burkhardt, Mathematik, Wohlhardt, ja. Mechanik, Vogler, Vogler war Darstellende Geometrie. Darstellende Geometrie. Die waren voll, die Lehrseite. So, und waren damals auch etwa 5-6% Studentinnen. Ne? Das heißt, was hier schief läuft, ja, man thematisiert es nicht, sondern alle zusammen sind lauter nur Opfer. Also ganz kurz nur, weil ich ursprünglich Maschinenbau studiert habe, wir hatten, glaube ich, Höchststand jahrgangsmäßig irgendwann in den 10ern 400 Studierende, 500, 400 bis 450 Studienanfänger. Und ich glaube, die Elektrotechnik lag bei 300. Und mein Letztstand vom letzten Herbst ist 60 Studienanfänger Elektrotechnik und 150 Studienanfänger Maschinenbau. Ja, und dann schaust du bitte am Resovi an, wie viele irgendwas, noch einmal, ich habe an jeden Respekt, der wirklich irgendwas mit Soziologie und so weiter macht. Das ist überhaupt keine Frage. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass es hier, wie soll man sagen, auch ein erfolgreicher pekuniär, materiell erfolgreicher Lebensweg ist, ne, ist etwas zacher. Etwas zacher. Natürlich, ne? Ja. So, und wenn ich mir das anschaue, die Testergebnisse des Kompetenzcenters, wo ja jedes Jahr 6.000 bis 8.000 Jugendliche in der Steiermark da im Kompetenzcenter, das ist oben bei der Wirtschaftskammer, Talentecenter, ja, ne, getestet werden, dass eigentlich, ich muss sagen, im Bereich Mathematik, Mikromotorik, kognitive, weiß Gott was ist, sehr viele bei Jungen und Mädchen sehr viele Talente offensichtlich gar nicht abgeholt werden, da stinkt irgendwas nicht, ne? Sondern es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, wir schreiben einfach nur den Ist-Zustand vor, dass man sagt, hey, das ist ja für das weitere Lebensglück wichtig und das ist jetzt für Buben genauso wie für Mädchen. Das ist etwas, muss ich sagen, was mich ein bisschen unglücklich berührt. Matthias Stolz hat einmal gesagt, Politik ist der Ort, an dem wir uns ausmachen, wie wir leben. Aber ich glaube, wir müssen das ein bisschen weiterdenken. Wer ist der Wir? Ich glaube nicht, dass der Normalo, ja, auch wir zwar, ja, werden dabei nicht gefragt. Also wenn hier gefragt wird, wer der Wir ist. Du, wie war das am Jahresanfang? Da gab es halt den einen Politiker, der gesagt hat, zu mir, zum Thema X, ja, großer Skandal, und zu dir hat er wiederum gesagt, na, so schlimm ist das nicht, das macht er nur deswegen, um den Politiker B zu ärgern. Ja, ja. Und dann wundert man sich, ja, so ist es halt. Na, und das ist halt ein großes Problem, und ich glaube, die meisten Leute haben den Luxus, nicht tagtäglich darüber nachzudenken, wie sie einem anderen es auswischen können. Die meisten Leute stehen mitten im Leben und müssen schauen, dass sie das Leben bestehen. Ja. Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Aber ich glaube, dass wir beide heute ein bisschen unserem geschätzten Publikum ein paar Facetten unseres Denkens quasi darlegen konnten. Das ist eine gute Idee. Ja. Und ich muss sagen,
bitte lasst uns einfach wissen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, das könnte man anders machen, wie auch immer, da könnte man vielleicht mit das eine oder andere Thema priorisieren, wie auch immer. Herzlich willkommen, bitte einfach an die Redaktion und wir nehmen alles ernst. Und ansonsten kommentieren, liken und wir freuen uns natürlich auch über Post, über Gedankenaustausch etc. In diesem Sinne, see you, stay on the grid und schaut immer wieder mal vorbei. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!